Was geht ab, ihr Stegelsticker? Habt ihr schon mal einen Hund gesehen? Nein? Ich auch nicht. Aber um diese Bildungslücke zu füllen, schauen wir uns heute Tiere an, die Menschen, also jemanden wie dich und mich, hier gerettet haben. Wenn ihr sagt, geil, lasst Like da, ein Like für Doggo, ein Like für Hase, ein Like, ein glückliches Tier auf diese Welt. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn ihr jetzt diesen Kanal abonniert, euer Pipi morgen automatisch um 10 cm größer ist. Jetzt bin ich gespannt, Ladies and Gentlemen. Willy. Dieser Novembermorgen in Denver, Colorado, war für die Familie Kusk nichts anderes als jeder andere. Merry Christmas, everybody! Ted, allerbester Filmmann. Megan Howard, das Kindermädchen, gab dem Kleinkind, auf das sie aufpasste, Frühstück und verließ dann den Raum. Das hatte sie schon 100 Mal getan, aber diesmal begann der Papagei namens Willy zu schreien, Mama, Baby. Willy war immer gesprächig. Er sagte oft das Wort Mama, aber fast nie das Wort Baby. Dies alarmierte die Frau und sie rannte zurück in die Küche. Was sie sah, schockierte sie. Das kleine Mädchen verschluckte sich an ihrem Frühstück und begann bereits blau zu werden. Zum Glück konnte Megan schnell reagieren. Sie führte das Heimlichmanöver durch, eine medizinische Notfallmaßnahme. Am Ende überlebte das Kleinkind und obwohl Megan eine Ehrenauszeichnung vom Roten Kreuz erhielt, behauptet sie, dass Willy, der Papagei, der wahre Held dieser Geschichte ist. Der kluge Vogel bemerkte, dass mit dem Kind etwas nicht stimmte. Wenn Willy nicht gewesen wäre, dann wäre Megan wahrscheinlich nicht rechtzeitig in das Zimmer zurückgekehrt, um das Baby zu retten. Oh mein Gott, Bro, what? Ey, Tiere sind so geisteskrank. Ey, Tiere, es ist ein weirder Spruch, aber Tiere sind irgendwie schon bessere Menschen, ne? Tiere sind so gestört, Mann, die sind so geisteskrank. Riesen Pipi. Die haben den größten Pipi auf dieser ganzen Welt, Mann. Bro, ich meine, wie checkt ein Papagei, dass das das Baby ist und um Hilfe zu rufen, sagt der Baby so. Wie, what? Leider erfüllen nicht alle Kindermädchen ihre Pflichten verantwortungsbewusst. Eat the mushroom. Nicht alle sind bereit zu helfen. In unserer nächsten Geschichte musste das Tier das Kindermädchen vor Schaden bewahren. Im Jahr 2015 machte Familie Jordan aus South Carolina gegen ihren Willen Schlagzeilen in den lokalen Nachrichten. Der Grund war das Kindermädchen ihres 7 Monate alten Sohnes Finn. Die Frau arbeitete insgesamt 5 Monate lang für das Paar. Irgendwann bemerkten die Eltern, dass ihr Haustier, ein Hund namens Killian, anfing, sehr aggressiv auf das Kindermädchen zu reagieren. Der Hund begann zu knurren, wann immer sie nach Hause kam. Es schien, als wollte er die Familie beschützen. Irgendwann musste die Familie den Hund sogar körperlich zurückhalten, damit er nicht auf sie losging. Okay. Dieses seltsame Verhalten des normalerweise freundlichen Hundes beunruhigte die Eltern, sodass sie beschlossen, den Videorekorder im Haus zu verstecken. Stell dir ihre Überraschung vor, als sich herausstellte, dass das Kindermädchen ihr Kind... Am Ende musste sie sogar eine Zeit im Gefängnis absitzen. Wenn der Hund nicht gewesen wäre, würde das grausame Kindermädchen der Strafe entgehen. Oh mein Gott, Bro, ey, Hund, Doggo. Crazy. Crazy. Tiere wollen dich einfach nur beschützen. Die wollen einfach nur, die wollen nicht irgendwie aggressiv auf ihn losgehen. So, okay, gut, wenn du die danach erziehst und sagst, ey, geh aggressiv auf ihn los, dann machen die das auch. Aber, Bro, der Hund einfach nur seine Family geschützt. Einfach den Sohn beschützt, die ganze Family geschützt. Was ein Ehrendoggo. Größte Pipi des heutigen Abends, Ehrendoggo Kilian. Ning Nong. Wir sind uns sicher, dass du sehr gut weißt, dass Elefanten sehr intelligente und empfindliche Tiere sind. Allerdings kannst du dir nicht einmal vorstellen, in welchem Ausmaß. Diese Geschichte beweist es gut. Es geschah im Jahr 2004 in Thailand. Damals verursachte ein starkes Unterwassererdbeben, das im Indischen Ozean stattfand, einen verheerenden Tsunami. Das kleine 8-jährige Mädchen Amber Owen hätte keine Chance gehabt, die Katastrophe zu überleben, wenn nicht die rechtzeitige Hilfe von dem Elefanten Ning Nong gewesen wäre. Aber schaut euch diesen Ehrenbruder an. Ich kann jetzt schon sagen, der hat einen noch größeren Pipi als Kilian. Maschallah, Alter. Ning Nong Ding Dong, Alter. Was ein Typ. Amber war mit ihren Eltern in Thailand im Urlaub. Während eines einmonatigen Aufenthaltes freundete sich das Mädchen mit einem 4-jährigen Elefanten an. Jeden Morgen eilte sie zum Strand, um auf dem Rücken des Tieres zu reiten und ihn mit Bananen zu verwöhnen. Am 26. Dezember deutete nichts auf ein Unglück hin und niemand bemerkte, dass der Boden bebte. Aber Tiere sind oft die Ersten, die spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Elefant Ning Nong spürte, dass Ärger im Anmarsch war. Er war nervös und versuchte vom Strand zu fliehen, aber der Elefantentrainer versuchte immer wieder, ihn zum Zurückkommen zu bewegen. Und dann schlug plötzlich die riesige Welle über den Strand. Alles, was Amber tun konnte, war, sich an dem Elefanten festzuhalten. Das Tier warf die kleine Reiterin nicht ab. Dank seiner Größe wurde Ning Nong nicht vom Wasser mitgerissen. Der Elefant fand eine kleine Mauer und verkeilte sich neben dem Steinsockel. Auf diese Weise rettete das Tier sich und das kleine Mädchen. In diesem Video, in der sie der ganzen Welt diese erstaunliche Geschichte erzählt, ist sie bereits erwachsen. Bro, what?
Digga, wie gestört ist das? Die füttert den Bananen so und dann merkt es, dass die Person in Gefahr ist und beschützt die Person einfach und rettet die Person. Wie? Ich komm gar nicht klar. Ein anderer Mensch war einfach weggerannt. Der hat gesagt, yo, hau ab, ich muss selber überleben, wisst ihr? Um ein Kind zu retten, muss man nicht unbedingt 3 Meter groß sein und mehrere Tonnen wiegen. Unser nächster Held, ein Hund namens Bear, dient als hervorragendes Beispiel. Diese Geschichte ist der Familie Draug aus den USA passiert. Die Mutter Patricia ging nur kurz in die Garage, um ein paar Gartengeräte zu holen. Ihr jüngster Sohn, der 14 Monate alte Stanley, lief die ganze Zeit neben ihr her. Und dann, irgendwann, war er plötzlich verschwunden. Die Frau durchsuchte das ganze Haus, aber das Kind war nirgends zu finden. Schließlich beschloss sie, den Pool zu checken und natürlich sah sie das Kind im Wasser. Für eine Sekunde war die Frau sicher, dass der Junge nicht mehr lebte, denn er schwamm. Doch dann sah sie genauer hin und erkannte, dass der Hund den Jungen über Wasser hielt. Bear hielt ihn hoch und balancierte das Kind auf seinem Rücken, weil er Angst hatte, dass das Kind ertrinken würde. Er verbrachte mehrere Minuten in dieser Position, bis Patricia ihren Sohn aus dem Wasser zog. Bro, wie? Wie? Digga, ich schwör, ich bin... Der Hund schwimmt unter Wasser, damit das Kind auf dem Hund stehen kann und nicht untergeht. Wie checkt ein Hund, der nie irgendwas von Ertrinken gelernt hat? Wie checkt er? Wie checkt er das? Ich will jetzt einen Hund. Ich hole mir jetzt verdammt nochmal einen Hund. Nimm Nong Ding Dong der Dritte. Masha. Du kennst Masha. Wahrscheinlich das gängigste Missverständnis, dass Katzen, im Gegensatz zu Hunden, die sehr treue Haustiere sind, unabhängig sind und niemanden brauchen. Die Katze Masha hat es geschafft, diesen Mythos zu widerlegen und wurde sogar auf der ganzen Welt berühmt. Im Winter 2015 rettete das intelligente Tier ein 2 Monate altes Kind vor dem sicheren Tod. Und das, obwohl sie nie Besitzer hatte. Masha ist eine streunende Katze, die im Treppenhaus lebte, was in Russland eine übliche Sache ist. Sie lebte in einer Box auf einer der Etagen und die Mieter brachten ihr jeden Tag Futter. Ihr Leben bliebe unauffällig, wäre da nicht ein 2 Monate altes Baby, das eines Tages in ihrer Box zurückgelassen wurde. Aus einem unbekannten Grund beschlossen die Eltern, das Baby auszusetzen. Und sie wussten wahrscheinlich nicht einmal, wie viel Glück sie hatten. Die ganze Winternacht hindurch verließ die Katze das Kind nicht und hielt es warm. Am Morgen weckte sie das ganze Haus mit ihrem lauten Miauen auf und lockte die Bewohner zu dem Baby. Auf diese Weise half Masha dem Baby zu überleben und auch neue Eltern für es zu finden. Die Geschichte erregte so viel Aufsehen, dass eine ganze Reihe von Menschen bereit waren, das Baby zu adoptieren. Bro, what? Wie kann man ein Baby? So, stell dir mal vor, ihr habt ein Kind, das ist so, das seid ihr in klein. Wie kann man ein Kind einfach random irgendwo hinlegen und weggehen so? Hä? Digga, und dann ist da eine random Katze, die noch nie einen Besitzer hatte und einfach so kuschelt die sich so an das Baby ran und tut es so pflegen, dass es nicht erfriert. Bro, what? What? Streunender Pitbull. Ich bin raus. Wenn du immer noch denkst, dass Pitbulls böse und aggressive Hunde sind, dann warte, bis du unsere nächste Geschichte hörst. Es geschah in St. Louis, Missouri. Vor ein paar Monaten bemerkte eine Frau, die mit ihren Hunden spazieren ging, etwas äußerst Verdächtiges. Ein einsamer kleiner Junge lief barfuß die Straße entlang, begleitet von einem furchterregenden Pitbull. Der Junge war scheinbar verloren. Die Frau konnte die Augen nicht vor der Situation verschließen und begann an den Türen der Nachbarn zu klopfen, um herauszufinden, wessen Kind es war. 4 Stunden später wurden die Eltern gefunden und das Überraschendste an dieser Geschichte ist natürlich das Verhalten des Hundes. Ein streunender Pitbull fand das Kind und begleitete es dann, um es vor Gefahren zu schützen. Krank. Natürlich musste der Hund nach so einer Heldentat einfach adoptiert werden. Bro! Ich check's nicht, Mann. Und dann gibt's Leute, die sagen, Pitbulls, gefährlichsten Hunde der Welt und so. Schau mal, der sieht einfach so ein Baby rumlaufen. Ein streunender Hund, der keine Erziehung hat, so, der einfach so, wie er lebt halt so, wisst ihr? Der beschützt einfach ein Baby, was einfach so rumläuft und, ey, ich bin raus. Geistesgestörtestes Video, ey, mit Abstand das geilste Video, was wir in letzter Zeit angeschaut haben. Lasst ein Like da, wenn ihr Tiere liebt. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, großen Pipi haben wollt. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out, haut rein. Geht euch jetzt duschen, ihr stinkt los. Hau ab jetzt!